Sie zeigt dich jetzt an und dann, was willst du jetzt machen? Das ist doch nicht schlimmer, was tust du jetzt so? Halt deine Fresse, Digga, ich bin gerade wie eine Zeitbombe. Halt deine Fresse, du bist gerade am Sterben fast. Bei 10.000 Likes mach ich mir mit deiner Glatze, Wallah, Bila, ohne reden. Psst, meine Freunde, was geht ab? Willkommen auf Sportativ, mein Name ist Bayra, willkommen. Du machen so, ich machen so und dann umfang. Auf jeden Fall, Freunde, was ich heute vorhabe, ist mal mehr zu pranken und der auf jeden Fall, ich werde nicht sagen, Mehmet, weißt du was? Ich habe von meiner Freundin ihre Bankkarte genommen und habe die Bankkarte ausgeleert, indem ich Geld abgehoben habe und damit die Scheiße gemacht habe. Und er wird sagen, was, Bruder, was hast du gemacht? Und dann werde ich sagen, Junge, was hast du gemacht? Und dann wird er sagen, was hast du gemacht? Und dann werde ich sagen, halt deine Fresse. Und dann wird er sagen, halt du deine Fresse. Sonst würde ich sagen, Freunde, schaut euch einfach dieses Video an, ihr werdet es dann checken. Und folgt uns jetzt auf Instagram. Warum folgt uns jetzt auf Instagram? Weil ein Abonnent ist ein Abonnent. Und Leute, wir werden am Ende des Videos zwei Leute von euch grüßen, deswegen schaut euch dieses Video bis zum Ende an, versprochen, und falls ihr auch von uns gegrüßt werden wollt, schaut jetzt dieses Video bis zum Ende an und kommentiert mit einem Hashtag Glocke aktiv und glockiert die aktiv, Spaß, und aktiviert die Glocke. Peace. Leute, voilà, langsam kommen meine 5 Minuten wieder. Und Freunde, falls ihr Bock habt, dass ich mehr mit einer Glatze mache, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben, denn bei 10.000 Likes mache ich mehr mit einer Glatze. Voilà, Bila, ohne reden, ohne nichts, ohne trinken, ohne Eiran, ohne Meiran. Hadi, tschüss. Hast du Wäschekorb genommen, was ich gesagt habe? Junge, nerv mich. Hast du dich genommen? Was? Was willst du von mir? Mehmet, Digga. Boah, ey, Digga, das hast du jetzt nicht wirklich gemacht. Ich glaube, ich sag. Nein, nein, warte. Geh mal, ich will Staubsaugen hier. Mehmet, hast du jetzt. Wallah, das hat sich wie Durchfall angehört. Ja, ist ein bisschen Saft rausgekommen, so, weißt du? Kennst du, diese Saft, richtig eklig, Alter. Geh mal, ich muss Staubsaugen. Was für Staubsaugen? Mach mal jetzt weg. Warum ich will Staubsaugen? Geh mal da weg. Ich muss mit dir reden, setz mal hin. Ich muss Staubsaugen, was machst du da? Digga! Junge, bist du... Red mich nicht auf jetzt. Wallah, Billa, sei froh, dass ich einen guten Tag habe. Ich muss jetzt Staubsaugen. Nein, nicht jetzt, Wallah, nicht jetzt. Hör auf, ich guck grad, was hier Ton, Mond, das nervt den ganzen Tag. Mach mal später. Was kommst du mit Staubsaugen? Schämst du dich nicht, Alter? Du bist ein Mann? Du lässt hier... Wo ist die Frau? Ich muss jetzt staubsaugen. Wozu sind Frauen da? Um Staub zu saugen, um Essen zu machen, um Füße zu waschen, Spaß. Nein, Spaß. Natürlich nicht. Ist immer Gleichberechtigung, ja? Wenn ich koche als Frau, dann will ich auch, dass du neben mir kochst. Wenn ich putze, mein Mann, dann musst du auch mitputzen. Hast du mich verstanden? Hast du mich verstanden? Hab ich dich gefragt. Hallo? Wenn ich putze, dann putzt du auch. Hast du mich verstanden? Ja, warum halt jetzt schon jetzt? Geh weg jetzt! Hast du mich gerade eingeklatscht? Geh mal jetzt, Bayram! Hast du mich wirklich geklatscht? Geh mal jetzt mal weg, Bayram! Wallah, ich mich wie ein Köter alleine, Alter! Du hast gerade meine Freundin geklatscht! Halt deine Fresse, Mann! Du hast gerade deine Freundin geklatscht! Lass mal, Junge! Ab jetzt mach ich Schluss! Tschüss! Es reicht! Piss dich, Mann! Spaß, Mann! Wallah, ich muss jetzt mit dir... Nimm mal deinen Akku da weg, ich muss staubsaugen! Mehmet, ich muss mit dir über eine Sache reden! Ich muss staubsaugen! Halt deine Fresse, Mann! Ich schau das Ding in dein Gehirn, Alter! Hör auf! Das an? Hör auf! Chill jetzt. Das Kind, ich muss mit dir reden. Gib mir jetzt 2 Sekunden Rede. Ich muss mit dir reden. Wallah, ich fühle mich langsam. Ich fühle mich langsam wie Telefonzelle, Alter. Er will die ganze Zeit mit mir reden, Bro. Wo ist mein Handy? Ich werde mir jetzt scheiß mal auf Handy, komm jetzt. Komm mal jetzt, Mehmet. Es passieren mir Dinge, 2020, ne? Sind mir Dinge passiert, die Dinge sind keine Dinge mehr, die Dinge sind Dinge von Dingen und von Dingen die Dinge. Halt die Fresse jetzt erzählen. Was machst du da? Ja, Digga, ich freu das nicht mehr. Sag. Warum ist 2020 so ein scheiß Jahr gewesen? Das stimmt, Wallah. Aber auch einerseits. Ja, es gibt welche, die durch Corona ärmer wurden, es gibt welche, die durch Corona reicher wurden. Es geht gerade nicht um Corona, Mehmet. 2020 war ein Jahr.
Digga, komm zum Punkt. Er denkt nur, er hat diese Probleme. Scheiße passiert auf dieser Welt. Allein Corona, wie du schon gesagt hast. Aber auch einerseits das schönste Jahr, was... Ja, was schön. Ja, man hat Menschen kennengelernt, so. Das ist das schönste Jahr. Man ist froh, dass jemand die Menschen kennengelernt hat. 2020, die ersten. Mensch, jetzt darauf. Ich hab einen Scheiß am Laufen. Ich hab Style und das geht raus. Ja. Wie lustig bist du denn? Wo ist Lena? Weiß ich nicht, Mann. Setz dich mal vernünftig hin, du sitzt da wie Zacki, du willst gleich hier irgendwo für 50 Euro Straßenstrich oder so. Setz dich mal jetzt hin. Halt die Fresse, wir sind so. Obwohl, okay, du bist nicht mal 20 Euro, du bist nicht mal 5 Euro wert, aber egal. Okay, los, hatte. Ja. Nichts sagt, setz dich wie ein Mann hin, du bist keine Frau oder du bist auch kein Straßenstrich oder so, setz dich jetzt vernünftig hin, Mehmet. Setz dich vernünftig hin. Alter, du willst, dass ich in Erde begrabe, ne? Warum, du willst das, Alter? Setz dich jetzt hin. Oh, ich wüsste, was ein Mensch du bist, Alter. Wo ist Lena? Drüben, warum? Wo ist Lena? Drüben! Bist du vibriert? Hörst du mich, Alter? Warum? Hast du irgendwas gemerkt an ihr? Nix, warum? Digga, wie nix? Wie lange seid ihr zusammen? Vier. Setz dich vernünftig hin, Mensch. Tamam, Alter, erzähl dir jetzt, was? Ich hab Scheiße gebaut, Digga. Was denn? Bayram, du bist halt ich ein. Ich erzähl dir das jetzt. Bayram, das ist nicht einfach, du bist halt ein behindertes Kind. Du bist halt dumm im Kopf, das ist normal. Was bin ich? Du bist halt dumm im Kopf. Dumm? Hör auf, sowas zu sagen, Mensch. Ich nehm das persönlich. Du weißt, wenn ich sowas höre, ich werde. Das ist lustig. Ich meine das ernst. Alter, das ist ein Ding, Alter. Mensch. Hier, da. Bist du irgendwas schmeißt deine Bankkarte so, Mann? Meine? Schön wär's, Digga. Verstehst du, wie so ein Schönchen von mir? Was ist das? Mehmet, ich was rede für Lena ein ernstes Wörtchen mit dir und du sagst hier ein Schönchen. Was redest du? Da steht Lena Beider, was hast du damit gemacht? Also ich will gerade nicht das denken, was passiert ist, Beider. Was denkst du denn? Sag mir offen und ehrlich, guck mir in die Augen. Guck nicht so wie ein Mondgesicht. Guck mir in die Augen und sag, was du gerade denkst. Beider, du hast die Karte, aber warum? Also wieso? Also... Warum ist die Karte bei dir? Wozu? Ich will das nicht sagen, du sollst das selber sagen. Sag jetzt. Warum ist die Karte bei dir, Bayram? Bist du irgendwie behindert oder was? Schimmer jetzt mal. Ist hast du die gefunden oder was? Willst du ihr das geben? Hat sie das verloren? Das ist einmalig passiert, passiert auch nicht wieder. Was einmalig passiert? Bayram, ich hab was in meinem Kopf. Aber du sagst das. Junge, was hast du in deinem Kopf außer dein kleines Würstchengehirn, Alter? Hör mir jetzt auf, damit zu nerven. Ich hab jetzt was gemacht und nerv mich jetzt. Geh jetzt bitte erstmal nach hinten. Hör mir jetzt. Geh die ganze Zeit in die ich hatte keine andere Wahl und bin dann zu eurer Wohnung hier hingekommen. Ich hab guckt, keiner ist da. Halt die Fresse, ich sag das, bevor du das sagst. Du sag nicht, du hast Geld abgehoben und was weiß ich gemacht. Warte mal, dieser Tisch hast du gut dein Weg geschoben. Ich muss, glaube ich, mit dir kämpfen. Was hat. Wer bitte wen, ne? Du hast diese Karte genommen, du hast diese Karte gesehen. Chill doch mal, ich hab doch noch nichts gesagt. Was erfindest du jetzt irgendwelche Märchen hier? Bist du irgendwie Märchen, Goethe, Mythe oder? Sagst du mir jetzt, das was ich dir gesagt habe, Wallah, ich nimm dich MMA, Alter. Mehmet. Du fettes Schwein, du kannst erstmal überhaupt gar nicht mal laufen, du kannst nichts. Sei du mal leise, was für MMA mit deinem. Alter, die Sachen, Junge. Mehmet, guck mal. Ich bin zu euch nach Hause gekommen, ihr wart beide nicht da und ich hab in dem Moment. Ich wollte dich eigentlich fragen, Mehmet, kannst du mir Geld geben? Und dann... Warte, ich hätte dir nicht gegeben, weil du musst Kind bist. Hör doch zu! Darf ich aussprechen? Darf ich aussprechen? Ich habe dann ihre Bankkarte gesehen und dachte mir, okay, ihr beide seid nicht da, dann nehme ich... Was? Erzähl, ich mache nichts, erzähl. Oh, Junge. Ich habe doch noch nicht... Setz okay. Mal. Mehmet, ich habe ihre Bankkarte gesehen und ich dachte mir... Wenn ihr beide nicht da seid, dann nehme ich ihr Geld und sage ihr das dann. Ich habe ihr Bankkarte genommen, ich habe Geld abgehoben, ich habe mit dem Geld Scheiße gebaut, um ehrlich zu sein. Und jetzt habe ich selber kein Geld mehr. Was mache ich jetzt?
Das ist doch nicht schlimmer, was tust du jetzt so? Halt deine Fresse, Digga, ich bin gerade wie eine Zeitbombe. Halt deine Fresse, du bist gerade am Sterben fast. Ja, Zeitbombe hier. Halt deine Fresse jetzt. Du, was ist jetzt daran so schlimm, wenn ich von deiner Freundin ihre Backe... Halt die Fresse, Mann. Realisier das mal, du kleiner Wichser, Mann. Du hast ihre Karte genommen, du hast ausgegeben. Ja. Du hast da Geld, du kleiner Ehrenloser. Du hast ihr... Warte mal, hast du mir gerade Ehrenloser gesagt? Halt die Fresse, Junge, ja, wie kannst du doch so reden, Mann? Ich bin kein kleines Kind, was für Ehrenloser. Red verwisch mir. Du hast ihre Karte... Ey, ey, scheiß mal auf dein Handy jetzt gerade. Ja. Du hast ihre Karte genommen, wo hast du ihre Karte genommen? Wie, wo habe ich ihre Karte genommen? Wie Geld hast du abgehoben? Damit das erstmal klar ist, dieses ganze Geld, wie du das abgehoben hast, das kann bestimmt nur 500, 600 Euro sein, ich werde es da drauf buchen, dann kannst du nichts mehr... Dann weiß auch keiner mehr davon was. Wir werden das auch nicht... Man konnte höchstens nur 1000 Euro abheben, Digga. Wie viel hast du genommen? 1000. Dann bist du behindert. Wie tief schämst du dich gerade nicht, Alter? Wovon? Ist doch nicht schlimm. Bankkarte. Hä? Das ist doch... Du hast von ihr Geld genommen. Junge, Scheiße, halt die Fresse. Du hast von ihr Geld... Du bist behindert, ne? Warum? Boah, Junge, was hast du hier geworden? Hä? Du hast von ihr Geld abgezogen. Abgezogen. Wenn sie das weiß. Olum, du stehst vor mir, als nichts passiert ist. Halt deine Fresse jetzt. Hol die Karte. Du hast das geworfen. Kleiner Wichser steht da noch immer, als wenn nichts passiert ist. Denkst du, ich helfe dir jetzt oder was? Ja, normal. Du sagst das ihr selber. Nein. Was hast du mit Geld gemacht, du kleiner Wichser? Kleiner Pisser, Alter. Ja, unnötig Geld. Was nimmst du ihre Karte? Bist du behindert oder was? Junge, ich gucke Sale Mail in Einkaufsläden direkt genommen, Alter. Ich schau, dass die in der Kost diese Sale Mail. Was redest du da, Mann? Ja, ist mit welchem Kopf nimmst du einfach ihre Karte, du kleiner Wichser? Ja, hab ich jetzt gemacht und jetzt? Du selber eine Freundin, stell vor, ich nehme ihre Karte, du kleiner Wichser. Ja. Ja, wie, was willst du jetzt machen? Du bist am Arsch. Jeder Traum, wenn du das einfach machst. Du bist am Arsch. Mach das mal, versuch das. Halt die Fresse. Ja, siehst du das? Was? Aber was willst du jetzt machen? Ja, du hast von ihr Karte genommen. Was sitzt du da seit drei Stunden rum, Mann, Alter? Was bist du jetzt so frech? Kleiner Wichser. Kleiner Ehrenloser. Geh mal weg da. Kleiner Pisser. Es ist mir scheißegal. Es ist mir scheißegal, ob du dein Geld genommen hast oder nicht. Du hast einfach ihre Karte genommen. Das ist schon ehrenlos. Du hast doch schon verkackt. Was ist jetzt, Junge? Junge, ich bin schon so lange mit ihr zusammen. Und du als Mann schämst dich nicht, dass du einfach von ihrer Karte... Ich schwöre, ob du da was abgezogen hast oder nicht, ist mir scheißegal. Du hast allein, dass du ihre Karte genommen hast. Ja, Junge. Sowas angewiesen bist, Alter, wie tief bist du gesunken? Von meiner Freundin nicht mal, ich hab das gemacht, Geld abgezogen. Wie wird das ihr erklären? Sie wird das so oder so nicht verstehen, was natürlich, wo sie recht hat. Ich werde das Geld auch nicht begleichen, ist mir scheißegal. Du hast verkackt, du bist unten dabei. Du bist bei mir unten durch. Du musst bisschen realisieren, was du da gemacht hast. Du hast einfach ihre Karte genommen. Bist du irgendwie behindert, Alter? Moment. Du hast verkackt. Wenn. Du schämst du dich gerade nicht? Wie guckst du mir noch in die Augen? Wie lebst du noch gerade vor mir? Wie lebst du gerade vor mir? Du musst normalerweise schon tot sein. Du musst normalerweise schon dein Grab aufgemacht haben. Warum hat das nur gerade lebst? Schnell, wo sie wird jetzt kommen. Ich würde dir das sagen sofort. Ich werde dir noch was sagen. Was wäre denn, wenn du... Das ist so... Du brauchst damit kein Auge mehr. Du brauchst kein Auge mehr. Wie willst du Leute? Guck mal, was ein Wichser, yo. Mehmet, wenn du auf dem Boden Geld sehen würdest, würdest du aufheben oder das nicht? Das ist was anderes, du kleiner Wichser. Was ist das denn? Hier, ey, lass mal liegen. Das ist Geld. Wichser. Gib mal her. Das ist Geld, Bruder. Aber du musst das von einer Person machen. Ja. Was soll ich jetzt mit dir machen? Was? Geld nimmst du auch von einer Person? Wenn ich dich töte, lohnt sich nicht, dann... Mehmet, hör auf mich die ganze Zeit töten, sondern was bist du für ein Mensch, Alter? Ich schaffe sie zeigt dich jetzt an und dann, was willst du jetzt machen? Was anzeigen? Das kleiner Wichser, du nimmst einfach ihre Karte. Bist du behindert oder was? Ja, was soll ich jetzt machen? Aber hast du deine Biene in deinem Kopf drin? Sieh die noch nicht an? Ist deine Biene noch nicht an oder was? Muss ich erstmal Biene drauf, damit die an sind? Ich glaube schon, ich weiß. Schlag mal hier drauf! Und dann? Schlag mal hier drauf! Schlag mal hier drauf! Schlag mal hier drauf, deine Biene muss langsam an sein, damit du mal hier sitzt und dann weinst und dann du deine. Was mit dir? Lach ich gar nicht. Guck dich die ganze Zeit an, du lebendiger Fisch. Schlag mal hier gegen. Und dann? Schlag mal hier gegen. Und dann? Schlag da! Schlag noch einmal! Hier! Schlag noch einmal, aufstehen, aufstehen, hier sind die schlafen. Aufstehen jetzt, langsam kommt dein Kopf wieder zu deinem Kopf. Kleiner Wichser. Leute, wie am Anfang des Videos erwähnt, werde ich zwei Leute von euch grüßen und ich grüße auf jeden Fall Enes. Schöne Grüße an Enes, pass auf dich auf, Bruder, und an Helen. Helen, pass auch du auf dich auf. Leute, falls ihr auch von uns gegrüßt werden wollt, kommentiert jetzt mit Hashtag Glocke aktiv und abonniert unser Kanal, denn dann könnt ihr gegrüßt werden. Und sonst würde ich sagen, pass auf euch auf, folgt uns jetzt auf Instagram und Peace.